Ich will echt auf dieser Folge 3000 Daumen nach oben sehen. Ich habe zu Anfang 2000 gesagt, Leute, aber für 1,6 Millionen Gems, 56.000, nee, andersrum. 1,6 Millionen Gems wäre dann doch nochmal ein bisschen krasser. Für 1,6 Millionen Gold und 56.000 Gems in einer Folge, da müssen 3000 Likes auf jeden Fall drin sein. Jo, Leute! Was? Dieses Video ist zu krass für YouTube, ohne Spaß. Wir werden heute jede Karte in Clash Royale upgraden. Ich weiß nicht, ob es so ein Video schon mal auf YouTube gab. Dann ist das hier das erste Video, ja, abgesehen jetzt von, ich glaube, 4 Karten, die wir nicht upgraden können. Können wir jede Karte upgraden. Wir haben 300.000 Gold, das wird nicht reichen, deswegen laden wir erstmal für 14.000 Gems Juwelen auf. 14.000 Gems sind jetzt schon mal aufgeladen, Leute. Ich will auf dieser Folge, dafür, dass ich das jetzt so lange angespart habe und dafür, dass wir jetzt heute jede Karte fast upgraden, ich will auf dieser Folge mindestens 2.000 Daumen nach oben sehen. Das ist echt krass, Leute. Okay, ich übertreibe vielleicht auch ein bisschen, aber wir laden jetzt erstmal hier ein wenig Gold auf. 300.000 Gold haben wir hier schon. Wir kaufen 100.000 Gold, nochmal 100.000 Gold. Jetzt haben wir schon 500.000 Gold, 600.000 Gold. Und ich gucke erstmal, wie weit wir mit 600.000 Gold hinkommen. Wahrscheinlich kommen wir nicht wirklich gerade weit und müssen nochmal irgendwie 400.000 Gold aufladen. Haben wir einfach mal 1 Million Gold ausgegeben. Ist vielleicht auch mal ganz nice. Aber erstmal, Leute, wir fangen an. 600.000 Gold. Alter, das wird jetzt echt krass. Okay, die erste Karte geht aufs nächste Level, der Golem. Okay, Leute, den können wir sogar schon auf Level 7 upgraden. Was geht ab? Okay, das hätte ich gar nicht gedacht. Alter, Leute, diese Folge wird so, so krass. Okay, ich gehe jetzt hier einfach mal im Schnelldurchlauf durch. Und ihr könnt ja jetzt einfach mal raten, schaffe ich es in dieser Folge Level 12 zu werden? Schreibt das jetzt mal in die Kommentare. Schaffe ich Level 12 in dieser Folge? Das wäre nämlich echt krass, wir, Alter, Larry geht auf Level 12 hoch. Das ist meine erste Common Card auf Level 12. Fällt mir gerade auf. Richtig, richtig krass. Ice Geist geht jetzt auch auf Level 12 hoch und wir kommen auf keinen Fall mit 600.000 Gold hin. Holy shit, holy shit. Unser Gold ist jetzt gerade schon alle. Was? Unser Gold ist eigentlich schon, unser Gold ist jetzt alle. Hä? Wir haben jetzt gerade einfach mal, oh mein Gott, das Gold ist alle. Und wir haben noch nicht mal, wir haben gerade 1, 2, na die nicht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Karten abgegradet. Oh mein Gott, ist schon wieder alle. Wir haben gerade 13 Karten abgegradet und 600.000 Gold ausgegeben. Was? Leute, ich habe gerade nochmal Geld aufgeladen. Wir holen uns jetzt nochmal 14.000 Gems. Und ich muss jetzt hier sogar schon bestätigen, dass ich diese Gems aufladen kann. Okay, das ist echt mega, mega lange her, seit ich das letzte Mal Einkauf bestätigen musste. Egal. Wir machen einfach weiter. Wir laden jetzt nochmal hier das ganze Gold auf. Und wir kriegen einfach, wir haben jetzt insgesamt, sind das glaube ich schon 1 Million Gold. Und wir machen weiter. Ich glaube, wir müssen nochmal, ich glaube, wir brauchen noch mehr Gems. Ich weiß gerade nicht, ich muss mal gerade gucken, wie viel Geld ich noch habe. Aber erstmal müssen wir jetzt sowieso mal gucken, wie weit wir jetzt noch kommen. Leute, das ist mein Ziel. Wir müssen in dieser Folge jede Karte upgraden. Das ist das Ziel. Alter, seht ihr einfach, wie dieses Gold wegrennt. Wie dieses Gold hinfortrennt. Hä? Ich hab grad nochmal 100 Euro aufgeladen. Und wir sind 4 Karten weitergekommen. What the freaking banana? Was geht hier ab? Okay, Leute, Alter, wir müssen noch, yo, wir müssen noch so viele Karten upgraden.
Hä, ich habe das voll unterschätzt. Ich habe das voll unterschätzt. Es wären locker so 2 Millionen Gold. Okay, ich glaube, ich lade noch mal richtig viele Gems auf. Leute, ich muss jetzt schon mal Entschuldigung sagen, denn ich glaube, ich werde dieses Video sehr, sehr klickgeil machen. Aber ich habe jetzt gerade in dieser Folge schon insgesamt 550 Euro ausgegeben. Ich habe jetzt gerade nochmal 300 Euro aufgeladen. Ich weiß nicht so genau. Ich glaube, ich werde das, denke ich mal, sogar auf 2 Videos aufteilen. Ich glaube, das ist ein bisschen zu krass. Ich werde jetzt gerade nochmal gucken, wie weit wir jetzt hiermit kommen. Ich werde nochmal 2x 14.000 Gems aufladen. Und dann gucken wir erstmal, wie weit wir damit kommen. Jetzt haben wir schon mal 1 Million und gerade haben wir nochmal... Ja, jetzt haben wir insgesamt 1 Million Gems ausgegeben. Und jetzt werde ich nochmal 2x 14.000 Gems aufladen. Ne, was meine ich? 1 Million Gold haben wir ausgegeben. Okay, die nächsten 14.000 Gems und nochmal 14.000 Gems. Das heißt, wir haben jetzt, glaube ich, 50.000 Gems. Kann das sein? Ich habe 100 Euro aufgeladen. 24. Doch, das sind jetzt 56.000 Gems. Kann das sein? Ich schreibe mir das gerade nochmal auf. 56.000 Gems bisher. Und jetzt werden wir nochmal Gold kaufen. Wir werden einfach wieder Gold kaufen und gucken, wie weit wir kommen. Okay, wir haben jetzt nochmal 600.000 Gold. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 1,6 Millionen Gold insgesamt. Leute, wenn wir mit 1,6 Millionen Gold nicht jetzt weiterkommen, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was ich dann noch machen soll. Denn das geht dann echt zu krass ins Geld. Ich hoffe mal, ihr versteht das dann auch, dass ich das dann auf 2 Videos aufteile und das Ganze dann vielleicht in einem halben Monat oder einem Monat nochmal weitermache. Aber es ist dann echt krass. Guck mal, wir haben jetzt schon wieder fast 300.000 Gold ausgegeben. Jetzt sind es schon wieder 300.000 Gold. Ey, das ist einfach zu extrem. Ich muss hier gerade nochmal einen Screenshot machen. Puh, Boys, das ist... Wow. Wow. Ich komme gerade echt nicht drauf klar. Es ist richtig, richtig extrem. Wir haben jetzt gerade nur noch 100.000 Gold. Holy shit. Holy shit. Und jetzt probieren wir gerade noch mal einen Heilzauber von Level 1 bis... Okay, Leute. Level 1. Heilzauber Level 1 bis... Welches Level kriegen wir ihn? Komm schon. Ich glaube, ich hatte davon 800.000 Karten oder sowas. Bis Level 9 haben wir ihn jetzt bekommen. Also, wie auch meine anderen seltenen Karten sind. Und wir kommen nicht mal... Wir kommen mit 1,6 Millionen Gold. Nicht mal... ansatzweise an die epischen Karten ran. Ich sehe hier noch nicht mal, dass epische Karten kommen. Die sind hier. Da fangen die epischen Karten an und da wird es ja auch nochmal richtig teuer. Ohne Spaß. Also ich kann nicht nochmal 400 Euro aufladen. Das wäre zu krass. Das wäre zu krass. Deswegen machen gerade noch mal Mini-Packer ein Level hoch. Wir haben jetzt mein Deck auf der maximalen Stufe. Leute, wir werden jetzt nochmal einen Kampf machen. Und wie gesagt, ich entschuldige mich nochmal. Ich denke mal, ich habe wahrscheinlich ein richtig, richtig klickgeiles Thumbnail und klickgeilen Titel genommen. Aber ich hoffe mal, ihr versteht das auch. Wir haben jetzt 56.000 Gems. Und ja, ich weiß, es gibt Leute, die haben 10.000 Euro mal in einer Folge ausgegeben. Aber nee, da mache ich nicht mit. Ja, da mache ich... Ganz ehrlich, das ist mir dann ein wenig zu krass. Das ist mir dann ein wenig zu krass. Da kann ich dann nicht mitgehen, finanziell gesehen. Und wir machen jetzt einfach nochmal einen letzten Abschlussfight. Gucken einfach mal, wie wir jetzt hier mit unseren neuen Karten, mit dem neuen Level. Wir haben ja jetzt, mein Deck ist sozusagen jetzt auf der maximalen Stufe. Für das, was ich jetzt gerade so machen kann. Und wir schauen einfach mal. Und natürlich kriegen wir direkt so einen 31er. Der einen auf den macht, ey, ich kann nicht anders, ich muss mit dem Royal Giant spielen, ich bin ein Noob. Ja, solche Leute sind das dann, gegen die ich dann zuerst natürlich kämpfen muss, so. Und hier hatte natürlich dann auch noch ganz wunderschön, ja, wir hauen ja einfach nochmal einen Blitz drauf, einfach weil wir es können, Leute, weil wir Bock drauf haben und weil wir gerade
56.000 Gems ausgegeben haben, kann man sich das einfach mal erlauben. So, ich warte mal ganz kurz. Wenn er jetzt nicht noch irgendwas macht, dann spielen wir gleich unseren nächsten Elixiersammler. Okay, wir haben jetzt auch zur Not die Nachthexe für seinen Royal Giant. Und er spielt eine Skelettarmee, gesplittet. Das heißt, wir splitten hier auch dann gleich mal unsere Skelette, genau. So, zack, Nachthexe und Babydrache, let's go. Let's go, Leute, easy, easy. Hier nochmal ein Elektromagier rein. Er wird wahrscheinlich gleich wieder genauso verteidigen, wie er es gerade eben gemacht hat. Oder auch nicht, oder auch nicht. Soll mir recht sein. Die Nachthexe wird jetzt da auch noch ein wenig Schaden machen. Und wenn er da nichts gegen macht, dann wird die sogar viel Schaden machen. Okay, er hat noch gesappt. 1 Minute 22 haben wir noch. Wir werden seinen linken Turm mit der geballten Power eines Level 7 Golems auf jeden Fall bekommen. Da bin ich eigentlich recht zuversichtlich. Vor allem haben wir auch einfach mal 2 Elixierpumpen in der Overtime. Das ist schon echt richtig, richtig krass. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da kommt sein RG, da kommt sein RG. Aber es sollte eigentlich no problemo sein. Wir brauchen ja auf jeden Fall nochmal den Blitz, dass wir hier seinen Magier wegbekommen. Genau, let's go. Let's go, zweite Nachthexe hinterher. Er wird wahrscheinlich gleich seine Skelettarmee spielen. Deswegen, da ist sie auf Predict. Nice, unsere Nachthexe hat sogar überlebt. Den Turm werden wir zu 100% bekommen. Da bringt ja auch dein Tornado nichts mehr. Da kannst du eigentlich jetzt gerade nichts mehr machen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, Kollege. Wir gehen jetzt einfach mal mit, ganz easy gesehen, 2 Golems in das Ding hier rein, Leute. Und ja, was soll ich da noch großartig zu sagen? Wir werden jetzt hier mal ganz kurz cyclen, bringen hier einen Elektromagier noch mit rein. Und nochmal einen dritten Golem, Leute, weil wir es einfach können und wir haben den... Wir haben den eigentlich richtig nice platt gemacht, aber mit dem Deck hätte ich da jetzt verloren, das wäre eigentlich richtig, da hätte ich mich eigentlich vergraben können. Und hier jetzt gerade nochmal eine Gratistruhe, so zack, die machen wir auch nochmal, oder die fangen wir nochmal an aufzumachen. Und Leute, diese Folge war teuer und ich hoffe mal, diese Folge kommt gut bei euch an. Ich will echt auf dieser Folge 3000 Daumen nach oben sehen. Ich habe zu Anfang 2000 gesagt, Leute, aber für 1,6 Millionen Gems, 56.000, nee, andersrum. 1,6 Millionen Gems wäre dann doch nochmal ein bisschen krasser. Für 1,6 Millionen Gold und 56.000 Gems in einer Folge, da müssen 3000 Likes auf jeden Fall drin sein. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen, auch wenn wir es jetzt nicht geschafft haben, mit dem Geld, mit den Gems, die ich aufgeladen habe, das Ganze hier durchzuziehen. Aber in dieser höheren Region, da wird es echt teuer. Da wird es mit der Zeit echt teuer. Ja, Leute, bis zum nächsten Mal. Lasst, wie gesagt, gerne Bewertung da. Haut rein und ciao, ciao.